Ja, hi, einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Ich wollte euch heute mal Crowfall zeigen. So richtig für, wenn man es noch nie gesehen hat, was es so alles gibt. Ich spiele schon gut 2, 3 Monate, kenne mich einigermaßen aus. Wenn euch irgendwas im Detail interessiert, hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Dann mache ich dazu auch Videos. Ich fange jetzt aber erstmal an mit den Basics. Man will eigentlich eher eine Kampagne spielen am Anfang. Das Allerwichtigste, das Allererste, was ihr macht, wenn ihr euch zum ersten Mal ins Spiel einloggt, ihr geht auf Skills und wählt euch hier eine Primary Profession und eine Secondary Profession aus. Das macht man so, indem man hier auf Browse geht. Dann wählt man sich aus, ob man Combat, Crafting oder Exploration macht. Da fallen auch mal noch Guides zu an. Combat ist offensichtlich Kämpfen. Dann klickt man hier auf Select. Ansonsten, wenn man was craften will, fängt man hier mit den Crafting Basics an, klickt hier auf Select und bei Exploration das gleiche. Dann kriegt ihr alle 3 Sekunden, nee, alle 10 Sekunden kriegt ihr 3 Skillpunkte, die ihr dann eben in diesen Bäumen verteilen könnt. Weil zum Beispiel hier sieht, hier das kostet 360 Euro, was ich schon rede, 360 Punkte. Und wenn ich da einmal draufklicke, dann hat man hier ein Pip und ist von 2% auf 4% aufgestiegen. Der ganze Baum funktioniert, also alle Bäume funktionieren so relativ straightforward. Wenn man das gemacht hat, dann erstellt man sich einen neuen Charakter, guckt, oh, was gefällt mir denn hier. Hochelf ist cool, schade, Frostweaver kann ich noch nicht spielen. Also spiele ich mal das Pendant dazu, der Confessor, das ist der Fire Mage. Such mir hier ein schönes Weibchen aus. Ah, bop, bop, bop. Guck mal, die Ohren. Ah, die Ohren gefallen mir am besten. Ah, schöne Haare. Na, das sah ganz gut aus. Dann gucken wir mal, Ah, hier. Möchte ich jetzt eigentlich auch gar nicht zu lang machen. So, dann geben wir der mal einen Namen. Scylla. Und confirm das. So, dann haben wir unseren Charakter. Dann kann man sich bei Kampagnen umgucken. Da ich in EU bin, nehme ich einen EU-Server und logge mich da erstmal ein. Ladescreen dauert ein bisschen. Wie ihr alle wisst, Crowfall befindet sich noch im Pre-Alpha-Status. Dafür ist es, finde ich, aber schon sehr, sehr, sehr spielbar. Also mir macht es viel Spaß. Ich bin eigentlich ziemlich hooked. Man fängt hier unten an beim Schrein. Hier sieht man so Sachen rumliegen. Pilze. Hingehen. F drücken. Dann droppt es so Zeug. Einfach drüber laufen, alles einsammeln. Dann hat man das hier im Inventar. Fange ich vielleicht mal mit dem Interface an. Also das hier oben ist unser Food Meter. Oder Chicken Meter wird er auch genannt. Wenn der runtergeht. Einfach einen Apfel essen, dann füllt sich das wieder auf. Oder andere Sachen, die essbar sind. Die Pilze muss man erst verarbeiten zu essen. Wie das mit dem Crafting und so ist, erzähle ich euch auch mal alles. Das allererste, was mir hier rauskommt, was man machen will, ist, man besorgt sich eine Axt. Das kann man entweder so machen, indem man an so eine Kiste geht, holt man sich erstmal alles aus. Fleisch, das können wir dann kochen. Packt die Axt hier unten rein und dann geht man an den Baum und fängt an, da drauf einzuprügeln. Und davon kriegt man dann Holz. Super, cool. Was macht man jetzt, wenn man keine Axt dabei hat? Wenn man keine Axt hat, kann man auch einfach zu einem Baum hingehen und mit der Hand draufkloppen. Long story short, weil wir jetzt eigentlich, sagen wir mal, wir wollen uns gern irgendwann eine Waffe herstellen. Das heißt, wir brauchen irgendwann Eisen. Also, was machen wir? Oh, da habe ich schon das nächste gesehen. Das mit die. Zeige ich euch erstmal, wie man was craftet. Ich weiß schon, dass ich 3 Holz brauche für ein Tool. Hier gibt's, ich habe jetzt J gedrückt, dann geht dieses Crafting-Menü auf. Und dann habe ich hier Basic Harvesting Tools. Ich will jetzt erstmal Eisen farmen, also hole ich mir so eine Pickaxe, pack da die 3 Holz rein mit Rechtsklick. Dass es funktioniert, muss das Fenster hier gelb umrandet sein, sonst sagt er, oh, kann ich nicht essen oder weiß nicht, was ich damit machen soll. Dann stellt man das her, klickt sich hier durch, nimmt es ins Inventar, packt es hier unten rein. Und wenn man dann den entsprechenden Button drückt,
kann man das auswählen und kann hier Holz farmen. Das hier ist so ein Weak Spot. Wenn man da drauf kloppt, wenn der auftaucht, macht man mehr Schaden. Ihr seht jetzt hier, mache ich 100. Es liegt daran, weil ich schon ein bisschen geskillt bin. Ihr werdet am Anfang weniger machen. Und jetzt sieht man auch hier unten rechts, das sind die Harvesting Pips. Also das braucht man für die Ultimate. Das habe ich bei mir auf der linken Maustaste. Das ist das hier, was gerade versteckt war. Wenn ich da draufklicke, mache ich auch noch mehr Schaden. Da gibt es noch verschiedene Fähigkeiten, je nachdem, ob man einen Pip oder zwei, drei, vier hat. Brauche ich jetzt aber im Anfänger-Guide auch nicht drauf eingehen. Ich habe noch einen Mining-Guide geplant. Da kommt es dann mit diesen Pips rein und wie man richtig farmt und erntet und so. Also hier einfach, je nachdem, wenn ihr Materials braucht, auf den Dingern rumkloppen und dann habt ihr alles. Gleiches gilt für die Bäume. Ich nehme hier gleich mal noch ein bisschen Fleisch mit und oh, die Äpfel und die Pilze, die da jemand reingepackt hat. Diese Kisten hier, das sind nicht eure persönlichen Kisten. Also wenn ihr da irgendwas reinlegt in die, das seht ihr auch am Titel Scavenging Chest. Das bedeutet, die sind für alle zugänglich. Ich laufe da immer erstmal ein bisschen rum, nehme mir Fleisch mit, dass mir das Essen nicht ausgeht am Anfang. Die Pilze nehme ich auch, würde ich auch jedem empfehlen mitzunehmen, wenn ihr Bock habt, ein bisschen zu kochen. Die sind nämlich gut. Für was man diese Withered Scraps, diese Blätter braucht, das habe ich noch nicht rausgefunden. Für die gibt es, glaube ich, noch keine Verwendung. Also da kann man einfach Bäume fällen. Das macht man dann noch ein bisschen. Ich laufe jetzt erstmal weiter, um euch das nächste zu zeigen. Die Withered Scraps, das habe ich mittlerweile rausgefunden. Die kann man opfern an dem Schrein. Das sehen wir gleich. So, jetzt sind wir hier beim ersten Händler angekommen. Bei dem können wir uns Waffen kaufen. Bevor wir das machen, will ich aber erstmal zeigen, wie man kocht. Das ist eigentlich auch, finde ich, recht schön gemacht. Hier kann man noch Cooking Components machen, wenn man was Komplexeres machen will. Ich mache jetzt erstmal hier so ein am Campingfeuer was. Schauen wir mal, ob ich schon so ein Stew kochen kann. Naja, dafür brauche ich diese Folie. Ich koche jetzt einfach erstmal dieses Meat hier. So, jetzt haben wir was zu essen. Dann quatschen wir mal mit dem Händler hier. Ah, cool. Hier haben wir schon mal so ein Buch. Das ist unsere Waffe als Confessor. Das kaufen wir uns für 15 Gold. Wir haben ja zum Glück ein bisschen Startgold gekriegt. Damit könnt ihr euch eure erste Waffe holen. So, und dann sind wir happy. So, und jetzt drückt ihr einfach U, damit kommt ihr in die Combat Stance. Der Button ist hier. Jetzt können wir mal gucken, hier. Ranged. Ich habe hier im Moment einen Linksklick. Das ist alles gut. Also kämpfen wir uns mal den Weg durch die Spinnen nach da oben. Hingehen, sobald die Spinne rot wird, kann man sie attackieren. Mal gucken, ich glaube, wenn man weit genug weg ist. Ah ne, das ist immer rot. Und erst wenn man nah genug dran ist, kriegt die Schaden. Ich spiele einmal Nahkampfklassen, deswegen weiß ich es nicht so genau. Wenn das Vieh tot ist, auch hingehen, looten. Was ich euch auch empfehlen würde, ist, wenn ihr ein Tier tötet, stellt euch ein Skinning Knife her und häutet die Tiere. Oh, das habe ich jetzt da vergessen rauszunehmen. Das ist aber nicht schlimm, das merkt sich's nämlich zum Glück. Kann man dann später noch machen. Also hingehen, aus dem Eier Survival Tray und Fighting Tray habe ich auch noch nicht erklärt. Erkläre ich euch gleich. Ich fange jetzt hier mal an zu skinnen. Einfach skinnen, wenn ihr 5 Pips habt, die Ultimate aktivieren, diese Weak Spots hier immer mitnehmen, immer schön weitermachen und dann droppen die Leder. Die Drops hier sind jetzt im Moment relativ schlecht, weil Winter ist. Ganz unten rechts sieht man den Jahreszeitenmeter. Im Frühling droppt alles sehr gut, im Sommer immer noch ganz gut, im Herbst schon schlechter und im Winter ist es halt einfach schrecklich, weil als ich mal geguckt habe, die eine Spinne da hat mir ein Leder gegeben. Zum Kämpfen drückt ihr einmal, in dem Fall ist es U, und dann kann man hier die Spinne attackieren. Schön mit den Fähigkeiten, der hilft mir ein bisschen. Voll nett von ihm. Dann kann man das Vieh looten.
Geht wieder zurück in den Survival Tray, in dem kann man dann sammeln. Und dann tun wir schön die Spinne häuten. Ich lasse das jetzt. Ich erkläre euch aber, warum ihr das machen wollt, die Spinne zu häuten. Und zwar für das Mount. Da kann man im Survival Tray, zeige ich euch jetzt auch gleich, geht man rein und unter Survivalist ist hier der Saddle Pickpack. Dafür braucht ihr 90 Häute und 25 Dust. Dust ist das hier, das haben wir gesehen, das droppt von eigentlich allen Basic-Ressourcen, auch von den höherwertigen, aber das droppt immer. Also immer mitnehmen, behalten und sich nicht wegnehmen lassen. Auf jeden Fall, wenn ihr die Sachen habt, könnt ihr euch einen Mount basteln. Und das könnt ihr dann hier in den Sattelspot packen. Und dann bekommt ihr eine neue Fähigkeit. Wenn ihr K drückt, seht ihr dieses Menü hier, dann bekommt ihr hier eine neue Fähigkeit, ein Mount. Das sieht aus, so ein orangenes Horn. Das zieht ihr euch dann in den Survival Tray und dann könnt ihr aufmounten und werdet 50% schneller. Hier Bandagen. Bandagen sind auch sehr wichtig. Da würde ich mir auch hier am Anfang einfach die Kisten ein paar Mal durchgehen, wieder das Fleisch und die Bandagen mitnehmen. Damit kann man sich nämlich später im Kampf heilen. Die kann man auch herstellen. Dafür braucht man 3 einfache Holz. Das hier sind Hunger Shards. Die kann man auch meinen. Wenn hier jetzt Ressourcen in der Nähe von diesen Hunger Shards sind, lassen die sich nicht abbauen. Die Dinger kann man dann auch einsammeln. Die kann man hinzufügen, wenn man Waffen herstellt. Also jetzt, wenn man hier in den Baum geht, sollte man sehen. Da passiert nämlich gar nichts, wenn ich auf den Baum klopfe. Normalerweise kommt da ein Geräusch. Das haben sie, glaube ich, noch nicht richtig eingebaut. Aber sobald die in diesem Schnee hier stehen, im Umkreis von diesen Hangar-Shards, kann man die nicht erfarmen. Das heißt, erst den Hangar-Shard kaputt machen und dann kann man die Ressource abbauen. Die Viecher, die in der Nähe von diesen Hangar-Shards sind, werden auch immer zu einer stärkeren Version. Also ihr seht, dass die Spinne nicht ganz normal aussieht. Die ist dann auch ein bisschen, die hält ein bisschen mehr aus, die macht mehr Schaden und so. Die KI ist noch nicht die allerbeste, also PvE als Range Class, super easy. Könnt ihr super leveln, braucht ihr, wenn ihr sagt, ey, ich will es erstmal alles ganz easy und ich mag vielleicht Range Classes sowieso, nehmt euch eine Range Class, ist super einfach zu leveln. Seht auch unten, ganz unten am Bildschirmrand ist mein XP-Bar, bin schon fast Level 2. Relativ viel Hunger habe ich. Also, keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber schauen wir mal. Essen wir erstmal die Äpfel, dass unser Inventar auch ein bisschen frei bleibt. Ziehen uns Fleisch rein und laufen weiter. Was ihr da vorne rechts seht, also das da, wo mein Cursor gerade drauf zeigt, das ist der Sacrifice-Altar. Da gehen wir mal hin. Weil jetzt will ich euch gerne mal zeigen, man kann nämlich auch den Göttern irgendwas opfern und levelt damit. Was ich euch jetzt mal demonstrieren will, hier haben wir 11 XP. Packen wir mal das da noch rein, so. Packt nicht alles rein, das übernimmt nämlich die Level nicht, also das levelt euch bis zum nächsten Level und ihr fangt dann bei 0 an. Das heißt, auch wenn ich jetzt 300 XP reingepackt hätte, wäre ich nicht auf Level 3 hochgekommen, sondern es hört bei Level 2 auf. Deswegen Level 2, dann das Ding hier rein. Vielleicht alles andere, was ihr noch habt. Was gibt denn noch XP? Fleisch, ja, da kann man auch vielleicht die Hälfte. Shift-Rechtsklick, wie in fast jedem Spiel, teilt man die Stacks auf. Packt da noch das Fleisch rein, zack, hat man mehr XP. Dann kann man hier die Punkte verteilen. Als Magier Intellekt, also packe ich alle Punkte in Intellekt. Hier unten hat man auch Talente. Am Anfang ist es recht straightforward. Sieht man hier, okay, Flame of Truth. Wenn man da draufklickt, kann man sich das auch noch durchlesen. Normalerweise. Ja, jetzt.
Und dann sieht man hier diese Zwei-Part-Abilities. Flames of Trust applies Flames. Bla bla, macht Damage. Brennt. Der zweite macht auch nochmal Damage. Alles cool. Ranken wir ab. Dann können wir uns überlegen, ob wir auf Armor gehen oder Crit Chance. Ich will Damage machen, also gehe ich auf Crit Chance. Alles super. Dann drücke ich nochmal K. Habe hier diese neue Fähigkeit dazu bekommen. Die hat er mir auch schon automatisch in die Leiste gepackt. Das hier ist eine Racial Ability. Die Racial Ability seht ihr hier. Also zum Beispiel der High Elf ist besser im Elementschaden, hat einen höheren Intellekt, kann besser Jewel craften, kann besser Leatherworken. Eine coole Sache, hier kann man auch die anderen, noch einen weiteren Skill in die Leiste ziehen. Alles easy. Gehen wir mal ein bisschen zum Craften. Da laufen wir weiter hier hoch. Ach ja, im Survival Tray, wie man sieht, läuft man auch schneller als im Melee Tray. Also wenn ihr euch fortbewegen wollt, immer in den Survival Tray. Wenn ihr einen Mount habt, mountet auf. Und wenn ihr kämpfen wollt, rüber in das Ding. Kämpft, wenn ihr fertig seid mit Kämpfen. Wieder umbauen. Weiter. Auch noch eine interessante Info im Fighting Tray. Ihr seht hier, eure Items haben Durability. Da habe ich im Moment 476 beim Kämpfen. Und wenn ich in der Kampfhaltung bin, verliere ich Durability. Also auch wenn ihr nicht kämpft und einfach nur AFK in der Kampfhaltung rumsteht, verlieren die Items Haltbarkeit. Sollt mal immer dran denken. Seht ihr, ich habe nichts gemacht, bin von 146 auf 142 gedroppt, nur weil ich hier AFK rumstehe. Also im Standardfall immer in Survival Tray. So, gehen wir weiter in den Tempel. Der Tempel ist so unsere Safe Zone. Also hier kann uns niemand angreifen. Das ist super entspannt. Ich bin schon so oft gegankt worden beim Farmen oder beim Rumlaufen. Das ist eigentlich ein reines PvP-Spiel. Also die Mobs braucht man echt nur zum Leveln. Wenn man mal ein bisschen gefarmt hat, kann man sich hier auch ganz einfach Sachen craften. Das erkläre ich euch auch mal noch schnell, wie man sich gut levelt, was da im Moment der effektivste Weg ist. Was ich immer mache, wenn mal ein neuer Wipe ist, also wenn ich einen neuen Charakter anfange, ich würde hier runterlaufen und bis ich Level 5 bin, würde ich erstmal diese Schweine hier töten und häuten. Weil davon kriege ich XP. Oh, das mit dem Treffen ist gar nicht so einfach mit dem Confessor. Dann lootet ihr die Schweine im wahrsten Sinne des Wortes, geht in den Survival Tray, packt euer Messer aus, häutet die Dinger, sammelt die Häute ein, dass ihr euch Mounts bauen könnt. Und dann ist alles cool. Mal noch ein Tipp zum Anfang, weil das gerade alles ein bisschen lästig geht. Ich würde mir am Anfang gerade zum Heute sammeln einmal Ethereal Sight reinpacken. Dafür braucht ihr ein Eisen und einen Staub. Dann bekommt ihr hier Ethereal Sight. Damit erhöht man den Dust, den man sammelt. Das sieht man hier. Passive Increase Plethoral Dust Basic Resource. Also es erhöht die Drop-Chance von diesem Staub. Von dem Staub kann man nämlich nie genug haben. Also auch wenn es nur eine weiße Ressource ist, aber egal was ihr craftet oder wenn ihr zu einem anderen Crafter geht, der euch irgendwas herstellt, der wird einige hundert Staub von euch haben wollen für ein gescheites Item. Deswegen guckt, dass ihr das immer hier in diesen Disziplinen drin habt beim Sammeln. Die muss man erst noch freischalten. Das heißt, wenn ihr hier den Tree runtergeht, hier kriegt man die erste Minor Discipline. Die kriegt man, glaube ich, so mit Level 5 ist die richtige Antwort, Christian. Ja, ich denke, damit habe ich euch so ziemlich alles gezeigt, was ihr erstmal wissen müsst, um in Crowfall gut durchzustarten und die Basics zu verstehen. Ein bisschen zu gucken, wie ihr effektiv leveln könnt und wie ihr euch einen Mount baut und so. Drückt auf den Subscribe-Button, wenn es euch gefallen hat. Ich werde demnächst öfter Videos machen.
Mich würde auch mal interessieren, ob ihr die Videos auch auf Englisch gucken würdet. Ich werde jetzt nämlich, glaube ich, erstmal ein paar englische Videos ausprobieren, da die Crowfall Community auch ein paar Tutorials braucht und da ich mit Englisch einfach mehr Leute erreiche. Es gibt auch eine kleine Überraschung. Wenn es klappt, ist noch nicht ganz sicher, deswegen kann ich jetzt noch nichts announcen, aber war schön mit euch und bis bald.